Wie lange leben Hexen und Zauberer im Harry Potter-Universum eigentlich? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video besprechen wir die Dauer, die Hexen und Zauberer wirklich leben. Hast du dich noch nie gefragt, wie alt deine Lieblingsfiguren sind und wie kurz davor sie sind, wirklich den Löffel abzugeben? Die Sterblichkeit scheint ein schweres Thema in Harry Potter zu sein, besonders weil Voldemort die Absicht hatte, die Unsterblichkeit durch den Einsatz von Horcruxen zu erreichen. Die Wahrheit ist tatsächlich, dass Muggel und Zauberer aus psychologischer Sicht gar nicht so verschieden sind. Ebenso auf physischer Ebene sind sie fast dieselben. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Hexen und Zauberer weniger von wesentlichen Krankheiten und auch Verletzungen geplagt sind als Muggel. Für eine Menge Muggel kann eine schwere Erkältung ein großes Problem darstellen, wogegen Hexen und Zauberer nicht dieses Problem haben. In den Büchern und Filmen wird gezeigt, dass Hexen und Zauberer viel länger leben als ihre Muggelkollegen, und J.K. Rowling wird auch in einem Interview gefragt, wie alt einige Hexen und Zauberer sind. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass Dumbledore 115 Jahre alt wäre, aber dies hat natürlich auch magische Gründe. Einer der Hauptgründe dafür, dass Hexen und Zauberer länger leben, ist der Zugang zu besseren Medikamenten und Heilmitteln. Mithilfe dieser können Krankheiten und Beschwerden viel besser behandelt werden. Die Zauberermedizin ist besonders fortschrittlich, und wo ein Muggel leiden kann und beispielsweise einen tödlichen Knochenbruch erleidet, ist der Zauberer in der Lage, die Vorteile eines Trankes zu nutzen, der seinen Knochen im Schlaf innerhalb von einer Nacht heilen lässt. Während ein Muggel einen Gips tragen muss und monatelang Physiotherapie in Anspruch nehmen muss, heilt der Knochen des Zauberers über Nacht. Und dies ist nur ein einziges Beispiel. Es gibt natürlich auch ein anderes Beispiel wie die Behandlung der Phönix-Tränen. Harry wurde schwer in der Kammer des Schreckens verletzt, und die Tränen des Phönix heilten ihn in einigen Minuten und ließen es so aussehen, als ob nichts passiert wäre. Voldemort hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, als er noch sehr schwach von seiner Niederlage war, Einhörnerblut getrunken, um sich am Leben zu halten. Wenn man Einhornblut trinkt, hat das seinen Preis, den einer verfluchten Existenz, aber es hielt ihn am Leben. Wenn man sich die häufigsten Gründe für ein Ableben in der Muggelwelt anguckt, dann steht ganz klar fest, warum die Zauberer und Hexen länger leben. Einfach wegen der besseren Medizin. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Zauberer ist bei 137 Jahren. Mitte der 1990er Jahre wurde diese Zahl von dem Ministerium für Gesundheit festgelegt, und das bedeutet, dass das durchschnittliche Leben 73% länger ist als bei Muggeln. Professor Horace Slughorns Alter ist weitestgehend unbestätigt, aber wir wissen, dass er Tom Riddle unterrichtete und dort sah er schon alt aus. Wenn wir einfach mal schätzen, dass Horace 30 Jahre älter als Tom war und er im Jahre 1881 geboren wurde, würde er etwa 110 Jahre alt sein. Der wohl älteste Zauberer auf unserer Liste ist Nicholas Flamel. Nicholas Flamel war alt, und ich meine sehr alt. Er wurde irgendwann zwischen den Jahren 1300 und 1326 geboren und hat irgendwann im Jahre 1992 den Löffel abgegeben. Er hielt sich so lange am Leben mit Hilfe dem Stein der Weisen und des Elixiers. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.